Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus den Spitzenkandidaten der LAW-Liste, Heinz-Michael Wasitschka. Dankeschön. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sind die Liste A, also die LAW, also die Liste Alles Wurscht. Ich darf zitieren. Ja, danke. Also, wir fordern die Beschleunigung des Riesenrades auf mindestens 5 Umdrehungen pro Minute, denn wir leben in einer neuen, in einer schnelllebigen Zeit. Und es kann nicht sein, dass das Riesenrad diese, die den Lauf der Zeit ignoriert. Ja, danke. Ah, die Presse ist auch da, sehe ich. Die Weltpresse. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Fragen an den Spitzenkandidaten. Vielleicht jetzt die Fragen stellen, bitte. Gratuliere zum Auftritt. Ja, danke schön. Schönes Auto haben Sie da. Ja, da. Was hat das gekostet, das Auto? Was ist das, wer von euch? Na, das in etwa, ja. Also kein Steuerzahler-Euro ist da drin. Da ist kein, in diesem Auto, aber das sage ich laut, ja. In diesem Auto steckt kein Cent Steuergeld. Wir haben es von einem Sponsor freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Wurstfabrik. Ja, es ist ein Unternehmer aus der Lebensmittelbranche. Also ein Wurstfabrikant. Bei uns ist alles transparent. Ich würde vorschlagen, wir laden den Herrn Reporter gleich ein, fahren Sie mit unserem Stickerl mit. Wir haben eh heute einen neuen vollen Tag und wir erklären alles, was Sie wollen. Wir sind freilich, da völlige Transparenz. Freilich, das machen wir. Bitte. Das machen wir. Super, Platz machen genug haben wir ja. Ja, bitte. Herr Wasitschka, das ist ein sehr schönes Auto. Unterstelle ich Ihnen richtig, dass das möglicherweise ein politisches Statement ist? Schauen Sie, natürlich sagt so ein Fahrzeug auch etwas über die Partei, über die Bewegung aus. Das ist ja ganz klar. Nicht? Der VW-Bus steht für Tradition und wir von Law sagen ja zur Tradition. Na, geh Hansl, jetzt drauf einmal die Kisten. Ja, das kann was. 200 Watt Dünn-Audio-Anlage, mein lieber Freund, mit Center-Speakern und dem ganzen Programm. VW T6-Bus zeichnet sich ja durch seine Langlebigkeit aus. Da kann man sogar so deppert durch die Gegend fahren wie der Hansl, der Volltrottel, der da schon wieder dieses Fahrwerk unter Beweis stellen wird. Ich meine, das Fahrwerk ist großartig, aber Sie sehen ja, wird er so deppert vor, da fliegen wir natürlich trotzdem in der Gegend herum. Und wenn Sie sich umschauen, die Sitze, der Platz, das Angebot. Nicht angenommen, Sie haben 2 Kinder, 3 Kinder, 4 Kinder. Das ideale Familienauto für Großfamilien. Denn wir von Law, wir sagen ja zur Familie. Na, ganz super. Quasi wie der alte Multi, wenn nur eigentlich normal ganz viel besser. Weil komfortabler und trotzdem, wenn es einen juckt, gibt es jetzt auch Sporttast Nano. Super. Und super Assistenten jetzt drinnen, Müdigkeitsassistent und Totwinkelassistent und Spurassistent. Das sind mehr Assistenten, als jeder Politiker hat. Da müssen Sie sich vorstellen, Sie können hier im Auto ein eigenes WLAN-Netz aufbauen. Sie können jede Art von Gerät über Bluetooth mit der Bordanlage verbinden, egal ob Sie Musik hören, ob Sie Ihr Smartphone verbinden wollen, um zu telefonieren. Also es geht alles, alles. Sie müssen sich vorstellen, ich muss ja während der Fahrt fokussieren. Nicht während der Fahrt fokussiere ich bereits den nächsten Auftritt. Was wird mich erwarten? Welchen Menschen werde ich begegnen? Und ich begegne Ihnen mit diesem wunderbaren Fahrzeug. Und bitte Applaus für unseren Spitzenkandidaten, Heinz-Michael Wasitschka. Liebe Mitbürgerinnen und Hundebesitzer, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, denn wir von der Law, wir sagen Nein zu dieser Art von Politik und Ja zu einer neuen Art von Politik, denn wir haben unser Ohr. Was ist jetzt? Na, geschleicht dich der, der schleicht sich. Ja, mein Hans, das war der Ausbruch, dass wir den VW-Bus am Wochenende haben. Du Überläufer!